Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Die ganz großen Tage des 1. FC Köln scheinen momentan außer Reichweite zu sein. Aber wer weiß, ich traue es dem Club durchaus zu, mal wieder ganz vorne angreifen zu können. Ach Wolf, da folge ich dir einfach mal. Die Voraussetzungen stimmen ja in Köln. Und das ist für mich einer der ganz spannenden Clubs momentan in Deutschland. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspielern. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Anstoß für den 1. FC Köln. Keins. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Baku. Mit Auge. Flanke landet beim Gegner. Hector. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Das könnte gefährlich werden. Kein Tor, aber trotzdem eine tolle Szene, oder? Absolut. War eine richtig gute Chance und er hat ja fast alles richtig gemacht. Na, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Der Fehler, dann die Parade. War alles drin in der Szene. Aber ich glaube, diese Szene wäre vermeidbar gewesen. Vielleicht eine kleine Unkonzentriertheit. Sie versuchen es. Sie können den Ball erstmal ablocken. Und dann verlieren sie doch den Ball. Wolfsburg kommt über den Flügel. Das gibt Einwurf. Keins. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Gute Chance. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Wolfsburg ist in Rückstand geraten, der Ball rollt wieder. Yannick Gerhardt. Schöner Angriff, Nebenleute bieten sich an.
Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Die kurze Variante. Ball draußen, gibt Ecke. Ecke kommt kurz. Da kommt die Flanke. Abwehr kann erstmal durchatmen. Gutes frühes Stören. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Ball landet beim Torhüter. Der Pass war ein bisschen unpräziser. Einwurf. Es gibt den Freistoß für den VfL. Es gibt keine gelbe Karte, aber völlig klar. Noch so eine Nummer und dann ist es soweit. Wählt die kurze Variante. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Muss Einwurf geben. Matthias Swanberg. Er holt sich vorne den Ball. Flanke geht in den Strafraum. Ganz stark abgeblockt. Kurze Ecke. Jetzt die Flanke. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Keins. Maximilian Arnold. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Wir hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Wolfsburg ist knapp hinten. Kann sich alles noch ändern. Weiter geht's, Durchgang 2. Benno Schmitz. Oh, viel Platz jetzt. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Sie wechseln jetzt. Gutes Pressing jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Keine gute Aktion. Wieder Ballverlust.
Benno Schmitz. Steffen Tigges. Ah, guter Steilpass hier. Jonas Hector. Und da ist das Tor für Köln. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Arnold. Lukas Meja. Tolles Zuspiel. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, misslungene Befreiung hier. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Maximilian Arnold. Gutes Tackling. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Schöne Aktion. Gut in den Lauf gespielt. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Steffen Tigges. Keins. Das macht er sehr gut. Jetzt können sie kontern. Szene immer noch gefährlich. Ah, da hätte schneller gehen müssen. So ist die Abwehr wieder da. Konterchance vertan. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Sie wechseln aus. Sie spielen kurz. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Er ist da, geht sofort runter, überhaupt keine Gefahr. Ball kurz gespielt. Hereingabe jetzt. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Erstmal gut zugemacht. Vorne der Ballgewinn. Vielversprechender Steilpass. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ecke in den Strafraum. Chance für den Konter jetzt. Da kommt der Konter. Da ist die Chance. Gute Aktion, Spiel raus. Den Ball kann er klären.
Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kingsley Schindler. Sie haben den Ball. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Achtung! Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Der Ball kommt rein. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Sie liefern hier eine klasse Leistung ab. Ein schöner Ligasieg, auch in dieser Höhe verdient. Das war beeindruckend.